Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Earthbound. Wir sind hier jetzt vor dem Boss und vor unserem nächsten Heiligtum. Erstmal noch checken, wie sieht's aus? Okay, Paula könnte noch das Psi-Karamell gebrauchen. Oh, wie geht denn das nochmal? Psi-Karamell. Erstmal, wie viel macht's denn? 20. Ah, perfekt. Okay, dann vielleicht nochmal Heilung. Sehr gut. Und jetzt mache ich hier einen Speicherort. Oder Speicherpunkt. Okay. Das heißt, wenn was passiert, dann komme ich hierher zurück. Du bist endlich hier. Aber das ist das zweite deiner Heiligtümer. Aber es gehört mir. Nimm es von mir, wenn du kannst. So, und was ist das für ein Gegner? Oh Gott. Irgend so ein Mole. Mondo Mole. Der hat wahrscheinlich sehr starke Attacken. Nee, nicht. Also tue ich... Shield. Zu Paula. Paula. Oh, so, die kann das auch. In dem Fall machen wir das so. Ja, ja. Nee, wir machen es schon so. Also, du machst Paula, du bist vielleicht ein bisschen schneller. Du machst dann auch zu Ness. Oder tu das selber erstmal. Ja, das war schon gut, dass ich das so getan habe. Ich nehme einfach jetzt mal Freeze, weil es vielleicht mehr bringt. Naja, doch nicht. 70! Mach mal Feuer. Ja, und nicht viel mehr. Mortal! Oh Gott, sie ist schon tot! Euer Ernst! Na gut, okay, in dem Fall. Boah, 253 Schaden! Alter, okay, das haut rein. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr einsetzen. Psychic Shield, also ich mache es damit weniger. Nee, immer noch gleich viel. Oh, und ich habe ihn besiegt, ich bin so gut und alles nur für Ness. Level 23, oh Baby, Offensive um 3, Defensive um 1, Glück um 1, nee, Mut um 1, Vitalität um 1, IQ um 1, Maximum HP um 11, BP um 4. Ja, geil. Und Paula geht leer aus. Weil sie ist tot. Haben wir hier unseren nächsten Ort. Ness hatte eine kurze Vision von einem Baby mit einer roten Mütze. Ness Soundstone hat die Melodie von den Lilliput Steps aufgenommen. Perfekt. Und Paula ist doch wieder da. Und sie ist beim Maximum. Okay, zumindest hat Paula ein bisschen überlebt, aber hätte ich das gewusst. Ja, zumindest können wir es hier auch sorgenfrei durch. Ist schon mal gut. Da hätte ich es gewusst, dass das so darauf hinausläuft. Dann gehe ich den anderen Weg. Dann hätte ich vielleicht doch nochmal ein, zwei Level-Ups mehr mit Paula gemacht. Wie sieht es denn eigentlich bei der gerade aus? Ja, das dauert mir jetzt doch ein bisschen zu lang. Das kriege ich vielleicht sogar auf dem Weg noch hin. Da muss ich... Ah, vielleicht wenn ich die drei gleichzeitig angreife. Ja, perfekt. Mache ich einfach mal kurz Jojo. Halt, ist es nur für ein oder wie?
Ah, nicht zu allen. Okay. Kann schon verteidigen. Vielleicht haut sie gerade auch um. Ah, ne. Ah, doch. Zumindest zwei. Oh ja, vielleicht reicht sie mit 600 irgendwas. Jawohl. Level 14 auf 7 um 1, 7, 7 um 1, HP um 3, PP um 1. Ja, kriegt Paula zumindest auch noch ihr Level ab. Dann passt's ja. Um den Rest kann ich mich jedoch nicht mehr kümmern oder will ich es nicht mehr. Wir gehen jetzt zurück, begleichen die Schulden der Band. Und dann mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Mir ist auch gefallen, als ich glaube voll einen riesigen Umweg gelaufen bin. Also auf dem Weg zum Boss. Macht nichts, wir sind ja wieder da. Sehr schön. Kann ich gerade mich mal heilen gehen oder halt speichern. Ja, obwohl noch nicht. Speichern konnte man nochmal wo? Ich hab's vergessen. Ich glaube, das war irgendwo weiter oben. Oh ne, hier an der Seite. Und da schon. Marvel Bestie. Endlich habe ich eine Chance, mich zu entschuldigen. Ja, supi. Ne, noch weiter unten, also bei was noch so ein Zwitterling, nein, danke, ist nicht mehr. Hier unten. Genau. Und dann geht's wieder zurück. Ja. So. Sind wir alle wieder bereit? Komm mal, ich auch gerade gehen. Lass mich durch, du Kuh. Ist das eigentlich euer Ernst? Okay. Tja. Gibt's denn eigentlich hier nicht mehr viel zu erzählen? Wir sind halt jetzt fertig. Mit diesem Dorf, das sehen wir nie wieder. ja. Ach, die gehen immer noch auf uns los. Sag mal, haben die eigentlich nichts Besseres zu tun, als auf uns loszugehen? Ach was, das scheiß doch drauf. Also wie die Eichen funktionieren, das weiß ich immer noch nicht. Ist aber glaube auch nicht so wichtig. Ja, ich will halt einfach abhauen, ich will sie nicht groß kämpfen. Aber dass die mich immer noch verfolgen. Ich meine, ich habe schon den Heiligtumsboss besiegt. Ich habe Gegner besiegt, gegen die hier eigentlich überhaupt nichts mehr ausrichten könnten. Und die meinen trotzdem immer noch, die können hier, ja, tun, was die wollen. Da muss ich auch noch Paula von der Erkältung heilen. Den nehme ich mit. Ah, ne, den nehme ich nicht mit. Da ist wieder so ein blödes Bäumchen. War da nicht irgendwo? Da war doch... Ah, stimmt, das war doch da unten, oder? Da unten war doch jetzt so eine Brücke.
Ich laufe hier schon wieder fast das ganze Gebirge. Ja, da unten war's. Ja, komm doch her, wenn du dich traust. Ah, mach mal anders. Wieso denn nicht? Ja, danke. So, jawohl. Perfekt. Na gut, dann komm halt nochmal her. Komm, bitte, 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 bitte. Oh Mann, wieso ist denn das alles immer so? Wie kann man sagen? So doof. Komm, jetzt aber. Danke. Wer bist du? Ah, das war ja wieder so ein anderer Typ. Naja, was soll's. Und das Mädchen da. Immer noch am Pilze sammeln. Ja. Und die lernen es einfach nicht. Welten, die verfolgen mich noch, wenn ich Level 99 bin. Was hat der jetzt wieder mit seiner Mutter? Na oh Gott. Muss der ausgerechnet jetzt wieder an seine Mutti denken? Also mach mal, was ich echt nicht, was ich da nur tun soll. Wetten, die Viecher Chusen greifen mich auch noch an. Nee, die bleiben stehen. Trotzdem gehe ich auf Nummer sicher. Wir gehen jetzt ohnehin einfach nochmal speichern. Und da sind wir schon. Ja. Ja, so. Endlich mal wieder normal gespeichert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.